Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. Cool, dass ihr bei diesem Unite-Video wieder mit dabei seid. Ich gebe euch mal wieder eine kleine Wochenübersicht, was so neu ist, und anschließend gibt's ein Rank-Match auf dem Master-Rang. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst doch gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Los geht's! So, dann schauen wir mal rein in die Wochenübersicht. Viel ist tatsächlich nicht passiert, jetzt wo ich das aufnehme, heute am 21.03. Montag, also wenn es online kommt für euch gestern. Wir haben zwei neue Skins bekommen. Einmal ein Legendary Skin von Lucario, ganz cool, Archäologie-Set, das passt so auch ins Flair, finde ich, von Lucario rein. Der Doggo, Anubis und so, Ägypten, das ist eigentlich ein ganz cooler Skin. Passt ganz gut und wir haben den Punk Machomai. Ich weiß jetzt nicht, warum das ein Punk ist. Das ist einfach ein Machomai, was eine Lederjacke anhat. Aber okay, wenn man eine Lederjacke trägt, ist man anscheinend gleich schon ein Punk. Ansonsten bei dem aktuellen Event Aeos im Rampenlicht, wenn ihr fleißig eure Quest gemacht habt, seid ihr jetzt auch ungefähr bei 500, beziehungsweise 760 jetzt. Beziehungsweise ich glaube, ihr könnt sogar noch einen Tick mehr weiter sein, weil ich habe am Sonntag nicht alle Quests abgeschlossen. Ansonsten gibt es hier noch nicht viel Neues. Wir haben noch den Anmeldebonus, die tägliche Lektion, diese Tagesquests einfach. Und in zwei Wochen geht es hier weiter mit weiteren Quests. Da bin ich selbst auch sehr gespannt, was da kommen wird. Aber wir sehen das dann in zwei Wochen. Und wie gesagt, hier die Quest ist immer noch das Gleiche. Immer so eine Spezialquest, wofür es auch 30 Punkte gibt und dann so vier kleinere mit weniger Quests. Ansonsten gibt es noch ein neues Spezialtraining, was heute gestartet hat. Das sind so kleine Basic-Sachen, einfach wie dreimal einloggen, gewinnen ein paar Kämpfe, setzt Unite-Attacken ein und so Geschichten. Also so Basic-Sachen, die man eigentlich nebenbei macht. Und da gibt es halt auch ein paar Coins und Aeos-Tickets. Ansonsten beim Battle Pass hat jetzt auch die zweite Woche gestartet, also man kann den aktuell extrem schnell voll machen, jetzt nach einer Woche schon Level 35, das ist echt insane. Aber ich habe auch schon von dieser Woche fast alle Quests fertig, wie ich gerade feststelle. Sehr gut, aber auch mit den Saisonmissionen, die es jetzt gibt, wo es so viel mehr Punkte gibt, ihr seht, wie viele Punkte man da sammeln kann, das ist echt insane. Also ich glaube, hier kann man problemlos auch 2-3 Wochen aussetzen und den Battle Pass trotzdem voll machen. Und das war's tatsächlich auch schon, mehr Neues gibt's aktuell nicht und ich starte jetzt mal rein in ein Ranked Match. So, und meine Teamentscheidung, beziehungsweise Pokémon-Entscheidung, ist teambasierend auf Knuddeluff gelandet. Wir haben immer noch alle auf Master-Rang, das freut mich. Ich bin nämlich immer noch um die 1200, weil ich einfach so unglaublich wenig Pokémon Unite im Moment zocke. Legends Arceus frisst einfach so viel Zeit und ich habe im Moment auch nicht so viel Zeit zum Zocken, aber gut, so ist das manchmal. Und dann geht's jetzt mal los. Wir haben ein schönes Team eigentlich, ein Tank. Mich als Support, zwei Angreifer, ein Allrounder, das ist eigentlich ganz nice. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze jetzt hier so läuft. Ihr kennt den Anfang ganz normal. Das ist ja schon ein alter Hut. Hier einmal runter, die schön die Griffe verkloppen. Nochmal 6 Pünktchen, das ist okay, da kann man gleich durchrushen und ein bisschen. Und jetzt kommt hier natürlich der Klassiker. Oh, Tank und Support, okay, interessant. Wer hat den gemacht? Oh, der hat Chanera tatsächlich gemacht. Ah, schade, aber die 6 kann ich zumindest schnell punkten. Zack, und ich weiß nicht, was hier gerade mit meinem Vulpix los ist. Sehr schön. Sehr schön. Oh, das ist ja der Gegner. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich sehe nur Duraludon und raff gar nichts. Warum sagt mir denn keiner was? Eieieiei. Ey, ich sehe da nur das Duraludon kämpfen und denke, das ist unser Duraludon. Oh je, was eine Katastrophe. Das ist ja peinlich. Eieiei, da muss ich mich nicht wundern, dass ich nur bei 1200 hier rumkrebs. Eieieiei. So, jetzt aber hier schnell mal durchgerusht und 3 Punkte sind besser als keine Punkte. Zack. Und zack, und die Punkte alle eingesammelt. Uff. Ey, diese komische Schockwelle von Duraludon, ich hasse sie unglaublich. Die macht einfach unnötig viel übertrieben Schaden. Wie seht ihr das? Was haltet ihr eigentlich von Duraludon? Also, wie die meisten neuen Charaktere, wenn die neu kommen, sind die erstmal vollkommen unbalanced, aber okay. Muss man wohl mit leben. Ein Charakter kann wohl nicht balanced ins Spiel reinkommen, wobei es kann auch sein, dass du vollkommen nutzlos bist, aber so wirklich gut gebalanced ist ein Charakter am Anfang nie. Und zack, 10 Punkte.
Ah, gut. Okay, wir verprügeln die ganz gut, aber wir kriegen sie nicht tot. Das ist natürlich super. Und diesmal, das ist unser Duraludon. Okay. Da ist auch das Gegner Duraludon. Da will ich jetzt nicht rein. Den hätte ich gern. Dankeschön. Und ab geht die Post. Schön verprügelt. Zack, gepunktet. Sehr nice. Nochmal ein bisschen verprügeln. Sehr schön. Uff, sehr gut. Punktehelfer OP. Und da wurde ich getötet. Schade. Ah, der Punkt sollte jetzt... Ja, der ist weg. Sehr gut. Duraludon hat mal schnell seine Ult eingesetzt. Und dann können wir doch eigentlich jetzt ganz gut Kamallen wegbursten, würde ich sagen. Das läuft doch gerade sehr, sehr zufriedenstellend. Wie schaut es da oben aus? Das da oben ist ausgeglichen. Wir haben Kamallen. Sehr nice. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal schnell auf die Top-Lane und pushen da durch. Und, Shelock, nicht... Bitte schaffe es. Nein, Shelock! Nein! Aber sie haben noch nicht das Dings, das ist gut. Zack, zack. Sehr gut, das ist hinüber. Das ist gut. So, dann geht es hier um Rotom. Und der hat ernsthaft das geklaut. Nicht im Ernst, ey. Naja, der Punkt ist hinüber, das Rotom ist besiegt. Gut, dann gehe ich jetzt mal wieder auf die Botlane. Hier kann man auch noch ein bisschen gucken, dass man die noch hier ein bisschen mitnimmt. Den kann man noch stunnen und dann hat er den auch zerlegt. Sehr schön. Dann nehme ich hier die Pünktchen mit, du bist nämlich voll. Gut, das sieht eigentlich sehr zufriedenstellend aus, muss ich sagen, gerade. Und ich gehe wieder auf die Top-Lane, weil da gerade alle gestorben sind. Um den Punkt zu verteidigen. Sehr schön, das haben wir unterbrochen und das ist dann auch hinüber. Sehr gut. Und den kriege ich doch besiegt, oder? Zack, zack, zack. Ja, sehr gut. Sehr, sehr schön. Und das kommt auch nicht weg. Auch besiegt. Und jetzt kriege ich den rein. Wahrscheinlich nicht. Oh, gefährlich. Ult. Zack. Machen wir mal den hier. Okay, da wurde ich besiegt. Aber das läuft trotzdem ganz zufriedenstellend, muss ich sagen. Zack, zack, zack. Ist der sogar kaputt? Ja. Sehr schön, den Punkt zerstört. Vulnona macht unten Kamallen. Das gefällt mir auch ganz gut. Aber wird von Lamus gestört. Lamus hat die Ult eingesetzt. Das ist ganz praktisch. Und jetzt muss man gucken, dass man das Kamallen irgendwie kriegt. Und das Kamallen hatten wir. Und alles schön rasiert. Das könnte tatsächlich so aussehen, als ob die Gegner vielleicht aufgeben. Das ist so ein potenzielles Spiel. Da würde es einem keiner übel nehmen, wenn man, glaube ich, aufgibt. Weil ich glaube, da ist man immer bombastisch gut gelaunt, wenn es so läuft. Mal schauen, klappt das? Ja, sehr gut. Oh, krass, dass das Vulnona das reinbekommen hat. Hatte ich nicht mit gerechnet. Und den haben wir auch noch bekommen. Sehr schön. Das läuft, das läuft, das läuft, das läuft und läuft und läuft und läuft. Und dann punkte ich jetzt nochmal. Dank dem Score Shield alles kein Problem. Und dann hauen wir jetzt mal ab. Zack. Sehr, sehr gut. Und hier, die haben erfolgreich verteidigt vor Rotom. Aber wenn man sich anguckt, wie es mit den Punkten aussieht, das ist schon, ja, ein bisschen traurig und gemein und wäre die größte Schande überhaupt, wenn wir das jetzt noch verlieren. Aber das ist alles schon vorgekommen. Hochmut kommt vor dem Fall. Gut, ich versuche jetzt hier noch ein bisschen zu punkten. Noch 3 Minütchen, dann haben wir es geschafft.
Zack, und da ist das... ich habe keine Lust, da alleine reinzugehen gegen das Felinara. Dann versuche ich hier noch ein bisschen zu farmen. Zack, sehr schön. Und dann gehen wir mal auf die Botlane, da wird ja dann mein ganzes Team beisammen sein. Ah, nee, wir können noch mal, noch ein Kamalm, wäre tatsächlich ziemlich nice. Ist schon da, 4 Sekunden, oh, da komme ich sogar noch pünktlich, dass ich für meine Erfolge, da fehlen nämlich auch noch ein paar Kamalm, tatsächlich noch einen Hit machen kann, jawohl. Sehr schön. Und dann, die Gegner brauchen jetzt Zapdos, um zu gewinnen, ohne Zapdos... könnt ihr das niemals gewinnen. Ich mache jetzt schnell den Punkt kaputt, tatsächlich. Ja, yep, das hat sogar geklappt. Sehr nice. Und dann renne ich mal weg. Und hier sind Gegners. Und den verprügel ich. Haben wir den? Den haben wir. Souverän. Ey, das geben die doch safe auf, oder? Weil das war... Oh, der hat schon gar keine Lust mehr zu kämpfen. Gut. That's it. Ja, yep, das ist wohl oder übel ein aufgegebenes Spiel. Ich würde gerne noch die 100 punkten. Nein! Schade. Schade, dass ich die nicht mehr punkten darf. Schauen wir uns mal schnell noch die Gesamtstatistik an. Also das lief echt wunderbar, das Match, muss ich sagen. Wie am Schnürchen. Und wie schaut's aus? Ja, natürlich unverschämt gewonnen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel wir noch machen können. Und ich bin sogar MVP. Sehr nice. Cool. Kampfdaten 18 Assists. Ist halt auch insane. Ja, das lief mal ziemlich gut, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Damit bin ich doch ganz zufrieden. Das war ein wirklich angenehmes Match. Nur die Gegner tun mir etwas leid. Man kennt es. Manchmal läuft es einfach total schlecht. Habt ihr auch schon öfter so Spiele gehabt? Schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne auch einen Like da und vergesst nicht zu abonnieren, um kein Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.